Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Will, es ist gar nicht nötig, dass andere diesen Minister in Schwierigkeiten bringen. Das macht er nämlich schon ganz von alleine. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung viel geredet, am Ende aber nichts gesagt. Das, was Sie hier abgeliefert haben, sind Allgemeinplätze gewesen und oberflächliche Rhetorik, mit der Sie versuchen, statistische Daten irgendwie in einen Zusammenhang zu setzen. Und weil es einen am Ende an die Hochglanzbroschüren von Ministerien erinnert, die man vielleicht mal durchblättert, am Ende aber schnell wieder beiseite legt, weil man sieht, das ist nicht wirklich von Substanz geprägt und nicht wirklich das, was man in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den Herausforderungen benötigt. Und es ist richtig, Kollege Töpfer hat es darauf schon hingewiesen, es liegt auch auf der Hand, gerade dann, wenn man sich die Substanzlosigkeit vor Augen führt, dass dies hier ein erkennbar untauglicher Versuch war, von den Schwierigkeiten, die Sie sich eben durch die Vergabeaffäre bereitet haben, abzulenken. Meine Damen und Herren, im Wesentlichen, Herr Minister, haben Sie statistische Daten wiedergegeben. Und dabei haben Sie nicht mal den Versuch unternommen, auf die Wirkungszusammenhänge hinzuweisen, darauf einzugehen, was denn Sie möglicherweise damit zu tun haben könnten, dass diese Daten in Niedersachsen gut sind. Sie haben nicht einmal behauptet, dass Sie was mit dazu zu tun haben. Das allerdings muss man anerkennen, denn das ist eine Einsicht, die den Realitäten entspricht. Denn es ist nicht feststellbar, wo Sie tatsächlich mit Ihrer Politik, die Sie hier mit Herrn Ministerpräsidenten betreiben, tatsächlich diese positiven Effekte bewirkt haben. In dem Kontext, wenn man sich dann diese statistischen Daten anguckt, ist ja auch interessant, was Sie weglassen. Wenn Sie eine ernsthafte Diskussion über wirtschaftspolitische Rahmendaten haben wollten, dann gehört das ja eigentlich zu einer ehrlichen und dann auch politischen Debatte, wo man mal über Instrumente und deren Wirksamkeit reden kann, gehörte das ja dazu. Was ist denn mit der Jugendarbeitslosigkeit? Im Mai 2017, Deutschland hat eine Jugendarbeitslosigkeit bundesweit von 4,8%, Niedersachsen von 5,9%. Ist das der Anspruch, mit dem Sie hier Politik betreiben? Firmeninsolvenzen im Jahre 2016. Auch hier liegt Deutschland in Niedersachsen überdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesschnitt. Bundesweit auf 10.000 Unternehmen gerechnet 67, Niedersachsen bei 69, andere Länder wie Bayern und Hessen deutlich darunter. Wo ist Ihr Ansatz dafür? Sehen Sie das Problem nicht oder ignorieren Sie es oder wollen Sie hier nur Schönfärberei betreiben? Wir halten dem, was Sie ausführen, entgegen, dass die erfreulichen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die ja ohne Zweifel gegeben sind, trotz, aber gewiss nicht wegen der rot-grünen Politik eingetreten sind. Ich möchte aber, bevor ich darauf näher eingehe, meine Damen und Herren, noch einen Hinweis geben, weil das ist schon ziemlich befremdlich und erschreckend, dass ein Wirtschaftsminister in Niedersachsen in einer Regierungserklärung zur Arbeitsmarktpolitik nicht mit einem Wort die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Beschäftigten, die Sozialpartnerschaft, die Gewerkschaften erwähnt. Deren Verdienst ist das. Das ist nicht der Verdienst der Politik. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand schaffen und Werte schaffen, mit ihrem Unternehmergeist das eben durchsetzen. Nicht ein Wort haben Sie, Herr Minister, dazu gesagt. Und da, wo die Landesregierung dann tatsächlich was gestalten kann, abgesehen von den behaupteten oder unterstellten Zusammenhängen, zum Beispiel bei der Nord-LB versagt sie. Wir haben hier einen Abbau von 1250 Stellen zu verzeichnen, unter anderem, weil die Landesregierung einen politischen Deal zur Rettung der Bremer Landesbank getätigt hat. Wir haben im Bereich der Spielhallen die schon erwähnten 7000 Arbeitnehmer, die um ihren Job bangen müssen, bei denen das Los darüber entscheidet, ob sie weiterhin beschäftigt sein können. Die Landesregierung schickt 3500 bis 4000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit, während alle anderen Bundesländer in der Lage sind, durch Härtefallregelungen hier spezifische Lösungen zu finden. In Niedersachsen Fehlanzeige, das Los entscheidet über den Arbeitsplatz. Wir haben den Fall Hohmann. Der Ministerpräsident lässt sich damit zitieren im Mai in Focus Online: Wir geben nicht auf. Wir wollen es dem Unternehmen sehr schwer machen, sich gegen Dissen zu entscheiden. Die Vertreter der Firma Hohmann sehen es nicht einmal für nötig, erachten es nicht einmal für nötig, das Gespräch mit dieser Landesregierung zu suchen, weil sie sie eben nicht ernst nehmen, weil sie kein ernstzunehmender politischer, wirtschaftspolitischer Akteur in diesem Lande sind, mit denen es sich überhaupt lohnt, über solche Fragen zu reden. Auch das ein Armutszeugnis für Niedersachsen. Wir erleben in der Erdgas- und Erdölindustrie 30.000 Arbeitsplätze, die gefährdet sind. Sie betreiben eine Fracking-Politik,
in Niedersachsen und gefährden damit den Standort in Celle zum Beispiel. Fragen Sie mal mit denen, sprechen Sie mal mit den Unternehmern, sprechen Sie mal über die Frage der Kurzzeitarbeit und alles, was damit zusammenhängt. Weil Sie aus ideologischen Gründen eben hier Fracking entsprechend verhindert haben und hier eine wichtige Basis genommen haben. Bei der Sonntagsöffnung. Auch das hatten wir im letzten Plenum schon. Bei der Sonntagsöffnung sind Sie nicht in der Lage und nicht willens, gerade die Fraktion, nicht willens, noch in dieser Legislaturperiode für Rechtssicherheit zu suchen. Das hat selbstverständlich was mit Arbeitsplätzen zu tun, Herr Will, weil es nämlich um Berechenbarkeit geht und hiermit auch im Einzelhandel Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist Ihnen egal. Sie gehen darüber weg. Einfach so, weil es Sie am Ende nicht interessiert. Und Sie betreiben eine industriefeindliche Politik in Niedersachsen. Und das zeigt sich nämlich im Kleinen. Jetzt ist der Herr Minister Wenzel gerade nicht da. Aber reden Sie mal mit Industrieunternehmen, gerade im mittelständischen Bereich. Die werden durch die Gewerbeaufsichtsverwaltung traktiert. In einer Art und Weise, die dazu führen, dass die Unternehmen von Investitionen Abstand nehmen, eben nicht mehr in die Betriebe investieren, dafür Sorge haben, dass die Gewerbeaufsicht und das Ministerium auch direkt in die Verfahren eingreift, weil einfach da irgendwie eine unliebsame Geschichte, aus deren politisch unliebsame Geschichte passiert, aber sehr wohl rechtmäßig. Und dieses Verhalten, diese investitionsfeindliche Politik führt dazu, dass hier eben Arbeitsplätze gefährdet werden. Ganz konkret haben sich die Genehmigungsverfahren in der Gewerbeaufsicht unter der rot-grünen Landesregierung verzehnfacht im Vergleich zum Jahre 2012. Es dauert bis zu 10-mal länger, bis eine Genehmigung, das haben Sie beantwortet in Anfragen, Herr Minister, die wir Ihnen gestellt haben, wenn, dann haben Sie uns falsch geantwortet. Das wäre nicht das erste Mal, es ist aber zutreffend. Und solch eine Politik gefährdet und vernichtet Arbeitsplätze. Man kann das fortführen, gerade dann, wenn es um mittelständische Industriebetriebe geht, Veröffentlichung von Genehmigungsverfahren, damit Gefährdung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. All das hindert Unternehmen zu investieren und führt dazu, dass sie davon Abstand nehmen. Und zuletzt ein Beispiel, im Ministerium ist durch den Minister angeordnet worden, dass ein fertiger Planfeststellungsbeschluss für die Deponie nicht ausgehändigt wird, obwohl die Gewerbeaufsicht auf dem Beschluss liegt. Um eine für die Industrie wichtige Deponie weiter betreiben zu können, wird aus politischen, ideologischen Gründen eben hier verhindert. Auch das gefährdet am Ende Arbeitsplätze und wird am Ende wahrscheinlich auch vor Gericht geklärt werden müssen. Das, meine Damen und Herren, ist der Alltag in Niedersachsen. So sieht das ganz konkret aus, wenn es dann darum geht, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und nicht das nebulöse, schön geschriebene, schön geredete, was der Minister hier vorgetragen hat, im Hinblick auf irgendwelche Zahlen, für die er am Ende gar nichts kann. Da, wo Sie handeln können, behindern Sie wirtschaftliche Betätigung in Niedersachsen, auch aus einer Ideologie heraus, dass Sie Probleme zum Teil damit haben, dass Leute mit Gewinnerzielungsabsicht Wirtschaftsmodelle betreiben. Sie haben da ein falsches Verständnis. Das sind diejenigen, die Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit und am Ende auch Wohlstand in unserem Lande schaffen. Da müssen Sie das gängig machen und nicht behindern, so wie Sie es tun. Das setzt sich fort im Bereich, den zweitwichtigsten Wirtschaftssektor, den wir in Niedersachsen haben, der Landwirtschaft und der gesamten damit zusammenhängenden vorgelagerten und nachgelagerten Bereiche. Wir erleben in Niedersachsen eine unternehmerfeindliche Politik und Rhetorik der Landesregierung. Es ist doch kein Wunder, dass die Landwirte sich beklagen und gegen diese Landesregierung wenden, weil sie eben bei jeder Gelegenheit von Minister Meier, offensichtlich gedeckt vom Ministerpräsidenten, der dazu ja nie was wirklich sagt, sondern ihn immer gewähren lässt, dass die Landwirte sich gegen ihn wenden und von ihm schlecht behandelt fühlen und die Kinder zum Teil schon sich Sanktionen in Schulen und irgendwelchen Unterdrückungen ausgesetzt sehen. Das ist doch die Stimmung, die dem Landbetrieben gemacht wird, von Rot-Grün verantwortet wird. Und da sagen Sie, Sie machen eine unternehmerfreundliche Politik. Das Gegenteil ist der Fall. Sie überziehen diese darüber hinaus mit bürokratischen Anforderungen. Hygienebarometer ist nur ein Punkt. Das sind also die konkreten Dinge, die in Niedersachsen passieren. Nicht das Schöngeredete, was der Minister hier versucht, sich damit versucht, in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang zu stellen, auch wenn es ihm nicht gelungen ist. Das Einzige, wo Sie Stellen vielleicht einmal selber geschaffen haben, das ist übrigens die Landesverwaltung. Da waren Sie tätig. Da haben Sie mal locker in der Größenordnung von 300 bis 400 Mitarbeitern also ein zusätzliches Ministerium geschaffen. Da ist man großzügig dabei, da ist Rot-Grün dann ganz schnell. Aber da, wo andere mit ihrem Geld investieren wollen, Arbeitsplätze schaffen wollen, da sind Sie dabei, um Bürokratisierung zu betreiben, dies zu verhindern und meist aus ideologischen Gründen. Meine Damen und Herren, was ist zu tun? Ein wichtiger Punkt ist ja in der Regierungserklärung angesprochen worden, Fachkräftemangel. Ja, natürlich, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, genau wie Digitalisierung.
Aber das Erste, was wir zum Fachkräftemangel Beseitigung doch tun müssen, ist die Unterrichtsversorgung diesem Lande sicherstellen. Da hapert es doch schon. Da ist die Ministerin doch nicht in der Lage, mindestens im Kernunterricht die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Ist ja schön, wenn Sie über andere Qualifizierungsmaßnahmen reden, die auch wichtig sind und auch kommen müssen. Aber an der Basis muss doch erst einmal die Grundlage gelegt werden. Da versagen Sie. Und dass Sie dann die duale Ausbildung besonders loben, teilen wir der Sache nach komplett. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell und man wird ja auch nie müde, wenn man im Ausland ist, das zu loben und das Interesse ist ja auch da. Aber was tun Sie denn bei der dualen Ausbildung in Niedersachsen? Wie sieht denn die Unterrichtsversorgung in den Berufsschulen aus? Da ist sie ja besonders dramatisch schlecht. Also hier die Rede, die Berufsausbildung und die duale Ausbildung ist wichtig und da die Realität, komplettes Versagen, wieder aus ideologischen Gründen. Sie messen hier mit zweierlei Maß und das ist durchsichtig und wird auffliegen. Und Herr Lies, wir haben auch mit Zustimmung, Sie haben das gemerkt, gehört, dass Sie sagen, wir müssen die universitäre Ausbildung mit der beruflichen Ausbildung gleichsetzen. Jawohl, sehr herzlich willkommen, da sind wir sofort dabei. Aber wir wären dankbar, wenn Sie dies auch in Ihrer Regierungskoalition mal zum Gegenstand machen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Sie betreiben eine Schul- und Bildungspolitik, die alle ins Abitur treibt und damit die Attraktivität von anderen Schulformen, von Berufsausbildung eben ständig absenken. Das ist doch das, was hier bei Ihnen passiert und was Sie dann auch dulden. Auch hier wieder. Reden und Tun fallen auseinander und das ist eben nicht wirklich aufrichtig, was Sie dort tun. Bei der Digitalisierung, meine Damen und Herren, müssen ehrgeizige Ziele formuliert werden und auch konsequent verfolgt werden. Das, was hier genannt wird an 50 Mbit, das mag vielleicht heute noch ausreichen, wird aber spätestens im Jahr 2030 das ISDN dieser Zeit werden. Was wir brauchen und was wir wollen, ist mobiles Internet überall in Niedersachsen. Bis Ende 2020 flächendeckend auch auf den letzten Bauernhofen, der letzten Landstraße, Eisenbahnlinie oder dem Acker brauchen wir dann LTE und 4G. Wir brauchen ein Internet to go, das muss im Land der Mobilität Anspruch sein und auch Wirklichkeit werden. Und wir wollen ein echtes Giganetz. Der Ausbau muss zuerst die wesentlichen Industrie- und Gewerbegebiete anbinden und dann in den ländlichen Raum ausgedehnt werden. In den Städten werden es dann die Anbieter auch automatisch selbst weiter aufbauen. Diese beiden Wege wollen wir auch als Land umsetzen und nicht wie bisher und wie Sie das tun, die Kommunen mit der Aufgabe im Regen stehen lassen. Das Land finanziert und realisiert und die Kommunen unterstützen dabei. Nur so und nicht andersherum wird ein Schuh daraus. Meine Damen und Herren, wir müssen da womöglich auch die Bürokratie zurückdrängen. Und das trifft natürlich insbesondere auf das Tariftreue- und Vergabegesetz zu. Das muss auf ein Mindestmaß zurückgefahren werden. Besser am besten wäre noch, dass man ganz darauf verzichten kann und auf ein reformiertes und einfaches Vergaberecht auf Bundesebene setzt. Je weniger Regelungen, desto praxistauglicher das Vergaberecht. Und Herr Minister, im eigenen Bereich, da wo Sie selber zuständig sind, müssen Sie als Minister, der ja auch aus wirtschaftspolitischen Überlegungen für fairen Wettbewerb schon sein muss, doch wirklich auch die Konsequenzen ziehen und sicherstellen, dass das auch tatsächlich erfolgt und nicht so nonchalant darüber weggehen, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, sondern das ist Ihre persönliche Verantwortung. Sie haben im Kernbereich eines wirtschaftspolitischen Anliegens, nämlich faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, haben Sie komplett versagt, ziehen sich immer darauf zurück, der Minister muss das nicht wissen. Selbstverständlich muss der Minister auch solche Dinge zumindest sicherstellen und wenn er sie nicht sicherstellen kann, so ist er dann dafür auch politisch verantwortlich und muss die Konsequenzen dafür tragen. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, möchte ich nur noch einen Punkt ansprechen. Es gäbe noch viel zu sagen, gerade auch zur Infrastrukturpolitik, bei denen ja Sie in dieser Landesregierung völlig handlungsunfähig sind. Da wird zwar so getan und gesagt, das sei ein wichtiges Thema, ja, auch das ist wahrscheinlich richtig, aber Ihre grünen Koalitionspartner, sehr geehrter Herr Will, Ihre grünen Koalitionspartner legen Ihnen doch jeden Stein in den Weg, den die finden. Sie sind doch überhaupt nicht handlungsfähig in diesem Politikfeld und tun Sie doch nicht so, als wenn Sie die Infrastruktur in Niedersachsen voranbringen können. Das Gegenteil ist der Fall. Hier wird Zeit verschenkt und Zeit verloren. Wichtig ist auch gerade im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit, neue Geschäftsmodelle und Digitalisierung, dass man eben auch Gründer unterstützt. Und auch hier ist schon einiges zugesagt worden vom Kollegen Töpfer. Wir haben als Freie Demokraten hier einen umfassenden Antrag mit aus unserer Sicht mutigen und zukunftsweisenden Vorschlägen vorgelegt. Bürokratiefreies erstes Jahr, Absetzbarkeit von Wagniskapital, Förderung der Universitäten und Vermittlung des Unternehmertums bereits an den Schulen, um nur einige Punkte zu nennen.
Was ist daraus geworden aus den Beratungen? Ein weichgespülter Antrag von Rot und Grün, weichgespült, keine Substanz mehr vorhanden, reine Prüfaufträge, um bloß nicht in diesem Thema Farbe bekennen zu müssen. Da wird sich wirklich an der Zukunft versündigt, weil das sind die Chancen, die wir haben. Wenn wir die nicht nutzen und da weiter so zaghaft bleiben, dann wird Wohlstand und Wertschöpfung an Niedersachsen vorbeigehen und die Quittung werden dann unsere Kinder, aber auch dann schon wir in Bälde wahrscheinlich zu tragen haben. Das ist verantwortungslos, Herr Minister. Es gibt so viel zu tun mit weichgespülten Forderungen, weichgespülten Reden. Werden Sie dem Anspruch, den Sie haben müssten, eine Wirtschaftspolitik in Niedersachsen tatsächlich zu gestalten, nicht gerecht?